hat dir recht gesagt, er will mich nicht sprechen. Ja, ja, er sagt, er ist nur so wegen der Leute hier. Na, den schmeiß ich raus. Du, mein Kind, das wirst du nicht. Oh, den schmeiß ich raus. Ja, du schaffst das ja doch nicht. Noch, das werden wir ja sehen. Guten Tag, Herr Schmidt. Tag. Meine Mutter hat mir gesagt, dass Sie mit mir sprechen wollen. Ja, das habe ich gesagt. Sie lügen ja. Im Gegenteil, Sie haben gesagt, Sie wollen mich nicht sprechen. Stimmt, das habe ich gesagt. Sie lesen Sie nicht, wenn Sie mit mir reden. Entschuldigen Sie mal, ich möchte gern lesen. Ja? Herr Schmidt, merken Sie sich eins. Kommen Sie, wann Sie wollen. Gehen Sie, wann Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, brauchen Sie nicht mit mir reden. Aber solange Sie sich als meinen Bräutigam aufspielen, benehmen Sie sich auch entsprechend. Aber entschuldigen Sie mal, liebes Fräulein. Nein, ich entschuldige gar nicht. Stehen Sie gefälligst auf. Wie sitzt denn Ihr Jackett? Und die Hosen, wann sind denn die das letzte Mal gebügelt worden? Und wenn Sie keine Weste haben, dann tragen Sie einen Gürtel und nicht diese Hosenträger. Und der Kragen. Seit wann trägt ein junger Mann heutzutage so einen Kragen? Entschuldigung, ich dachte, speziell der Kragen wäre ganz nett hier. Nein, ein mangelhaft angezogener Mensch ist ja nicht gerade angenehm anzusehen. Och, das kann ich nicht finden. Unverschämt sind Sie auch noch. Entschuldigung, wenn ich als Bräutigam noch nicht mal mein... Auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, Sie haben doch sicher auch noch von dem Zeug da, von diesem, na, von der Plan.